Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, den Job will ich jetzt nicht machen, aber wir gehen jetzt mal dahin und schauen uns mal an, was, wie hieß die nochmal, Hadria, zu melden hat. Oh, jetzt gerade ein paar Frames verloren. Ja, aber okay, gut. Da ist die schon. Mal gucken, was die jetzt zusammen. Hier drüben. So, moin erstmal, Hadrian. Die Daten liegen dem Kabinett vor. Sie werden uns benachrichtigen, sobald sie sich alles genau angesehen haben. Aber hör zu. Mhm. Ich hätte dir nicht so lange vorenthalten sollen, wer ich bin. Also, um hier für volle Transparenz zu sorgen. Du solltest noch etwas wissen, bevor wir da hochgehen. Okay. Meine Beziehung zu den UC ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die UC sind der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich bin ein Klon. Von einem gewissen François Sanon. Ehemaliger Flottenadmiral der UC im Koloniekrieg. Ehemaliger Leiter der UC Navy. Auch genannt Ve Victis. Okay. Bedeutet Wehe den Besiegten auf Erdzeitlatein. Ein verdienter Titel. Mhm. Ich war Teil eines Programms, durch das die UC aus einem ihrer besten Taktiker eine neue Generation von militärischen Planern erschaffen wollten. Die Führung des UC-Militärs über Generationen hinweg sichern. Mich interessiert mehr, was das damit zu tun hat, dass wir vor dem Kabinett vorspringen. Ich denke nicht, als hätten sie es geschafft, dieses Vermächtnis zu sichern. Dieser Ve Victis muss ein beeindruckender Commander gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollen. Du bist ein Klon von einem Mann? Wie geht das? Das frage ich mich auch. Ein Klon von einem Mann? Durch jede Menge Genmanipulation. Klon ist eigentlich nicht der richtige Begriff für unsere Beziehung. Okay. Wenn man bedenkt, wie viel Spendermaterial nötig war, um mich in diese Welt zu bringen. Er und ich, wir unterscheiden uns auf mehreren Ebenen. Aber wir sind untrennbar miteinander verbunden. Okay, gibt es noch andere aus deinem Programm? Andere Klone? Ich bin die Letzte. Ein paar meiner Geschwister sind gestorben, als wir jung waren. Trainingsunfälle und so. Aber die meisten wurden im Koloniekrieg an der Front eingesetzt und sind nie zurückgekehrt. Ich denke jeden Tag darüber nach, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn es sie noch gäbe. Okay, und dieser Ve Victis muss ein beeindruckter Commander gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollen. Er hätte dir gesagt, dass er einer der ganz Großen war. Mhm. Was aber letztlich wenig geholfen hat. Mein Original, mein Vater, wurde für seine Taten während des Kriegs hingerichtet. Er hatte für viele Tote gesorgt, auf beiden Seiten. Freestar Collective und UC. Militär und Zivilisten. Seine Taten sind einer der Gründe, warum die UC und das Freestar Collective heutzutage nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind. Meine Anwesenheit hier könnte zu einem Hindernis in dieser Sache werden. Ich dachte, das solltest du wissen. Hm. Was hat dein Vater getan, um seine Hinrichtung zu rechtfertigen? Er ließ seine Männer in der Schlacht von Cheyenne auf Zivilschiffe feuern. Eine Schlacht, die er letztlich dennoch verlor. Die UC-Flotte wurde vernichtet und der Koloniekrieg nahm für die UC ein unschönes Ende. Aber er befahl auch während des Ausbruchs die Bombardierung des Raumhafens Londinion, bei der es unzählige Tote gab. Er war das? Sich einig, dass die Galaxie ohne ihn besser dran wäre. Okay, und wow, und ich dachte, meine Familie wäre kompliziert. Ja, da denke ich mir auch. Ja, komplizierte Familien sind definitiv eines meiner speziellen Fachgebiete. Wo wir gerade einen Augenblick haben, sollten wir sonst noch etwas besprechen? Diese ganze Sache muss dich doch ziemlich überrumpelt haben. Oder wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann könntest du das jetzt tun. Es ist schwer zu sagen, wie lange das Kabinett uns warten lassen wird. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen zu erledigen. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn wir die Daten bekommen? Hast du eine Idee, was ich zum Kabinett sagen sollte? Wärst du bereit, mir mehr über deinen Vater zu erzählen? Deine Augen sind so rot. Kommt das vom Klon?
Stimmt, diesen Zero. Das ist ein Souvenir von meiner Zeit auf dem Mars. Meine Einheit, die Red Devils, wurde von Rekruten gegründet, die in den tiefsten Minen des Mars gearbeitet hatten. Leidensfähige Leute. Der Staub in diesen Tiefen kriecht einfach in alles. Sogar in das menschliche Auge. So ist der Name Red Devils entstanden. Es wurde zu einem ungeschriebenen Gesetz, dass jeder, der bei den Devils mitmachen wollte, vorher in den Minen gearbeitet haben musste. Über die Devils wurde während meiner Ausbildung so ehrfürchtig gesprochen, dass ich mich beworben habe, sobald ich alt genug war. Und die Augen waren mein Abschiedsgeschenk. Wärst du bereit, mir mehr über deinen Vater zu erzählen? Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht. Als Flottenadmiral hatte er keine Zeit für Kinder. Ich wurde von Pflegeeltern großgezogen. Doch bis zu seiner Niederlage im Koloniekrieg galt er als extrem effektiver Commander. Gerissen, scharfsinnig. Sein Verstand öffnete ihm viele Türen. Und mir auch. Aber Ve Victis war nicht nur brillant, sondern auch herzlos. Skrupellos. Und das kostete ihn letztendlich das Leben. Hast du eine Idee, was sie zum Kabinett sagen sollte? Vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee zu erwähnen, dass das Terrormorph-Projekt, nun ja, ein Fehlschlag war. Unsere Daten können nicht als Waffe missbraucht werden. Dieses Wissen sollte die Sorgen des Kabinetts mindern und es uns leichter machen, möglichen Argwohn seitens der anderen Fraktionen zu zerstreuen. Okay, ich habe keine Fragen. Dann ist es wohl nur eine Frage der... Die Kabinettssitzung beginnt in Kürze. Alle Parteien werden in den Kabinettssaal gebeten. Okay, auf zum Kabinettssaal. Es ist wohl soweit. Es geht los. Okay, dann... Schauen wir mal. Die lassen mich aber einfach so mit ihr hier reinspazieren. Kabinettssaal, interstellare Angelegenheiten. Okay, jetzt bin ich neugierig. United Colonies. Sieht schon eigentlich cool aus hier, muss ich sagen. Das ist der Kabinettssaal. Okay, und wer sind die Leute da? Ah, willkommen. Du musst der Captain aus Hadrians Bericht sein. Wir schätzen sehr, dass du für diese Informationen solche Gefahren auf dich genommen hast. Hadrian hat deutlich gemacht, dass dieses Problem dringend angegangen werden muss. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Mit Wertschätzung kann ich nicht den Treibstoff für mein Schiff bezahlen, Ma'am. Captain, das ist die Präsidentin der Colonies. Ach so. Vanguard. Du zögerst offenbar nicht, deine Meinung zu äußern. Ne? Das könnte sich unter diesen Umständen als nützlich erweisen. Wie dem auch sei. Zum Geschäftlichen. Diese beiden Antragsteller haben eine überraschende Bitte. Zugang zu den Terrormorph-Daten der Xeno-Kriegsführungseinheit, der UC im Sperrvertrag-Archiv. Dieser Antrag muss nicht nur von diesem Kabinett, sondern von allen drei Vertragsparteien gebilligt werden. Den UC, dem Freestar Collective und Haus Varun. Nun, Captain, wir haben alle Hadrians Bericht gelesen, doch deine Perspektive fehlt uns noch. Vielleicht könntest du für das Kabinett zusammenfassen, was du als Ziel dieser Unternehmung siehst. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Für ein fundiertes Urteil brauchen wir mehr Daten. Wir brauchen die Daten aus dem Archiv, um eine potenzielle Terrormorph-Apokalypse zu verhindern. Ich bin nur hier, um von meiner Erfahrung zu berichten. Hadrian ist diejenige mit den Plänen. Was wird noch gleich mit diesem Archiv verwahrt? Wir brauchen die Daten aus dem Archiv, um eine potenzielle Terrormorph-Apokalypse zu verhindern. Das wäre das. Eine gewagte Aussage, Captain. Madam, ich halte diese gesamte Diskussion für gegenstandslos. Niemand würde behaupten, dass der Vorfall auf Tau Ceti keine schreckliche Tragödie war, doch Terrormorph-Angriffe sind alles andere als eine neue Bedrohung. Sie finden schon seit Generationen statt. Versiegelte Archivdaten offenzulegen und das Gleichgewicht des galaktischen Friedens aufgrund eines einzelnen Angriffs zu gefährden, das ist bestenfalls eine Überreaktion.
und schlimmstenfalls ein Übergriff der Tochter eines blutrünstigen Kriegstreibers. Ich möchte den Minister daran erinnern, wer hier vor ihm steht. Zur Kommunikation mit meinem Vater im Jenseits wäre ein Medium nötig. Wie viele müssen sterben, ehe das Kabinett bereit ist zu handeln? 50? 50.000? Denn wenn Tragödien wie die von Tau Ceti nur ein Vorgeschmack sind, dann wird es sicher bald genug Todesopfer geben. Lasst uns sachlich bleiben, ja? Es steht außer Frage, dass die Erhaltung des Lebens die höchste Pflicht dieser Institution darstellt. Aber Minister Yassin hat recht. Wird ein einziger Angriff ausreichen, um die anderen Fraktionen zur Freigabe von Daten zu bewegen, die sie zweifelsohne für bedrohlich halten? Ich bezweifle das sehr. Vielleicht kannst du helfen, Captain. Du hast die fragliche Probe beschafft. Ist dir an diesem Terrormorph etwas besonders Alarmierendes aufgefallen? Mir jetzt persönlich eigentlich, das war mein erster Terrormorph. Ich weiß jetzt nicht, wie andere sind. Er hat eine nichtsahnende Siedlung ausgelöscht. Das ist ziemlich alarmierend. Ich weiß nur, was mir gesagt wurde. Die Gewebeprobe entspricht denen aus Londinium. Nein, Ma'am, nichts Besonderes. Ah, komm, ich sag das. Ich bin du ehrlich. Du glaubst dir also auch aufs Wort. Verstehe. So scheint es. Nun denn, Captain, basierend auf dieser Diskussion und den dir bekannten Informationen, würdest du an unserer Stelle dem Antrag zur Öffnung des Archivs zustimmen? Wenn es die geringste Chance auf ein zweites Tau Ceti gibt, müssen wir da bitte nachkommen. Ja, die Daten sind ungefährlich, denn das Terrormorph-Projekt war ja ein Fehlschlag. Ich persönlich würde warten. Wir haben noch nicht genügend Informationen. Madame, ich persönlich würde nicht zustimmen. Das Archiv ist nicht ohne Grund versiegelt. Ich sag das hier. Daran hatte ich nicht gedacht, Captain. Ein sehr guter Punkt. Mit dieser Versicherung wären die anderen Parteien sicher eher zur Zusammenarbeit geneigt. Minister? Das ist ein guter Einwand. Meinetwegen, ich stimme zu. Die Galaxie kann von Glück reden, dass du heute hier warst, Captain. Dann sind wir beide uns einig, Minister. Alles Arschkriecher. Wenn es keine anderen Einwände gibt, können wir die Bitte mit unserer vollen Unterstützung an die anderen Parteien... Was war das? Achtung! Achtung! Unerwarteter Vorfall. Die Anlage wird abgeriegelt. Was? Ein Vorfall? Chief Sarkin, was geht hier vor? Es gab einen Angriff. Am Raumhafen. Im Raumhafen? Terrormorphs. Was? Terrormorphs. Mehr Nein. Angriffe. Wie vorhergesagt. Meine Güte. Es muss eine andere Erklärung geben. Die Kreaturen sind unseren Scannern entgangen. Für wilde Mutmaßungen werden wir später Zeit haben. Chief Sarkin, lass den Raumhafen evakuieren und deine Truppen die Kreaturen in Schach halten. Aber diskret. Wir können keine stadtweite Panik gebrauchen. Jawohl, Ma'am. Admiral Logan, können die Kasernen vor Ort helfen? Ich selbst übernehme den Befehl. Aber es wird eine Weile dauern, ehe die nächststationierte Anti-Xeno-Truppe hier landen kann. Dann müssen wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Ihr zwei, diese Kreaturen dürfen den Raumhafen auf keinen Fall verlassen. Ich will euch schleunigst vor Ort haben. Wir geben Bescheid, dass ihr kommt. Und dass ihr mit den Dingern Erfahrung habt. Zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Schon dabei, Ma'am. Captain, ich folge dir. Lass uns keine Zeit verlieren. Gut, schnell. Jetzt geht's los. Okay, fahren wir dem Ned zum Raumhafen. Okay, geht schon los. Ned, Haltestelle. Geht schon richtig los. Mehrere Terrormorphs in New Atlantis. So! Da! Schnapp dir das EM-Gewehr! Was? Wir wollen dir helfen! Bitte! Ich kann nicht! Sehr gut! Und jetzt. Feuer frei! Was? Nein! Was soll das denn? Das war das Falsche! Rüste die EM-Waffe aus. Equinox, das muss das sein, glaube ich. Ne, hier das.
Ich bin nicht. Oh, Ruckel, Ruckel. Bitte. Tut mir. Oh. Was? So. Und jetzt? Alter. Okay, Lichter. Es ich weiß jetzt nicht, aber was ich hier aus Versehen jetzt gemacht hatte. Okay. Es ist hinter meinen Augen. So. Beurteile die Lage an der Netzhaltestelle. Gott sei Dank bist du aufgetaucht. Schade, dass es so weit kommen musste. Ja, hab aus Versehen nur eine Granate geworfen. Was zur Hölle war da bitte los, Captain? Es gibt keine Entschuldigung für tödliche Gewalt. Tut mir leid, ich hab's verbockt. Ich habe getan, was nötig. Du hast eine sehr komische Art, dich dafür zu bedanken, dass man. Ja, tut mir leid, ich hab's verbockt. Das hilft den Opfern herzlich wenig. Ja. Eine Krise ist kein Freibrief, deine Moral zu vergessen. Also, Officer, wie die Leute sich benehmen, das habe ich schon einmal gesehen. Sie standen unter dem Einfluss des Terrormorphs, oder? Ich weiß es nicht. Sie waren unten im Hafen und haben einfach geschrien. Wir wollten sie zurückhalten, sie in den Zug befördern, wo sie sicher sind. Aber manche von den anderen Officers, wir konnten sie nicht zurückhalten. Sie haben einfach auf uns gefeuert. Unsere Kollegen. Sie sind Amok gelaufen. Okay. Pheromonprojektion. Manche Terrormorphs können einen Nebel erzeugen. Er wirkt sich auf jeden anders aus. Aber manche Menschen verlieren die Kontrolle. Greifen alle um sich herum an, obwohl sie nicht wollen. Wie ferngesteuert. Wenn man den Morph tötet, durchbricht man die Bindung. Aber das heißt, wir müssen aufpassen, wohin wir feuern. Und die EM-Waffe griffbereit halten. Soll das etwa heißen, dass Terrormorphs Gedanken kontrollieren können? Das sind dokumentierte, gesicherte Infos. Aber die Folgen der Projektion variieren stark. Manchen Leuten macht sie nichts aus. Andere halluzinieren. Und manche verlieren völlig die Kontrolle und attackieren alles und jeden um sich herum. Unfreiwillig. Aber sie merken es. Diese Fälle muss man entweder durch EM-Feuer ausnocken oder befreien, indem man den Terrormorph tötet. Muss ich mir etwas Sorgen machen, dass du dich gegen mich wendest? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Aber mach dir um mich keine Sorgen. Das hat schon mal ein Terrormorph bei mir probiert. Ich bin nicht anfällig. Wir müssen da unten also einfach nur aufeinander aufpassen. Okay, und wenn mich jemand angreift, schalte ich ihn aus. Klingt, als müssten wir uns ins Zeug legen. Ja. Gehen wir es an. Jo, die Net ist offen. Bitte, tu alles, um ihnen zu helfen. Ich hoffe, ich habe jetzt aber niemanden getötet, oder? Ist hier jemand tot? Jo, hier. Ich habe hier einen aus Versehen getötet. Das wollte ich jetzt nicht. Das war aus Versehen. Raumhafen. Jetzt bin ich gespannt. Aber auch erstmal lange Ladebildschirme. So, der lebt noch. Meine Güte, keine Zeit verlieren, Captain! Ich bin doch auf dem Weg! Wir brauchen Feuerkraft! Los! Gibt's hier noch was zu looten? Den kann ich nicht looten. Die ist aber auch schon unterwegs. Alter, wie das hier jetzt aussieht! Seid ihr die Verstärkung? Los, tötet das Ding! Okay, warte. Equinox. Alter. Ah.
Scheiße! Captain, alles wird gut! Das ist nicht echt! Was immer du gerade erlebst, das ist nicht real! Wir müssen diesen Morph erledigen! Ich weiß jetzt nicht, was ich... Hilfe! Sie werden mich töten! Alter, meine Gesundheit! So, schnell hier. Autsch. Na, natürlich geht der wieder auf mich. Sie werden sich gegen dich wenden. Töte sie. Jetzt. Nee. So, ich komme hier gerade nicht weg. Toll. Das war leichter als gedacht. Waffen runter. Wir so. Wollen nur eure Freunde sein. Ich habe jetzt aber nicht vor, gegen dich jetzt alle zu kämpfen. Du und diese Frau. Seid ihr Sergeant unsere Yumi. Experten? Ich nehme, was ich kriegen kann. Die letzten Kreaturen sind auf dem Landeplatz eingekesselt, aber unsere Reihen bröckeln gewaltig. Angeblich habt ihr das schon mal gemacht. Ich kann einen Trupp stellen, was auch immer ihr an Ressourcen braucht. Ja, aber du kennst mich doch. Wir dürfen niemanden mehr an sie verlieren. Erledige diese Dinge. Schnell. Wir halten die Stellung, so gut wir können. Okay. Mal gucken, wie sehr wir das verkacken. Okay, der hat einen Maelstrom. So. Ah, mein Schiff steht noch, immerhin. Hier vorne gibt es einen. Alter, wie hier alles jetzt zerstört ist. Komm. Hier. Die Muni geht aber schnell leer. Stopp! Wir sind nicht feindselig! Was macht denn der Terror? Wessen Stimme ist das eigentlich? Weißt du was? Wir wechseln mal hierzu. Aua. Komm nur her. Der scheint aber ein bisschen langsam zu sein. Ich bin hier. Oh Gott, bitte lass mich nicht sterben. Alter, ich sehe auch gar nichts mehr. Stecke ich jetzt wieder irgendwo fest? Komm ich hier hoch? Ja, geh auf die los, genau. Hartgas. Nö, ganz sicher nicht. Komm. So geht er jetzt wieder auf mich los. Alter. Diese Gase. Das Blut. Oh Gott. Überall Blut. Wessen Stimmen sind das? Ich pack das. Alter. Ich brauche hier Verstärkung. Ja, es liegt. Okay, nice. Dann da vorne gibt es noch einen. So, komm, den. Komm. Das funktioniert nicht. Das wird es niemals. Alter. Wieso trifft er mich immer? Immerhin sind die alle nur Stufe 6. Das heißt, die sind ein bisschen leichter zu besiegen. Diese ganzen Lachen. So, vielleicht ist damit einfacher. Mehr hast du nicht drauf! Da ist noch einer, sie sind überall!
Geht. Ist nicht so. Wie sieht's denn damit aus? Hier! Ich bin hier! Oh Gott, bitte lass mich nicht sterben! Okay, nur... Ja, gut. Der macht aber gar nichts. Der bleibt nur hier immer... Der greift mich jetzt nicht direkt an. Willst du das wirklich? Bin direkt hinter dir. So, komm. Jetzt, jetzt, jetzt. So, mit letzten drei Schuss. Ziel getötet. Gute Arbeit, Captain. Da ist noch einer. Ach ne, mit Sergeant Yumi. Sergeant? Einfach unglaublich. Es war keine Untertreibung, dass ihr zwei euch auskennt. Da hat uns das Universum wirklich die richtigen Leute geschickt. Ihr habt die Linie gehalten. Ihr seid hier die Helden, nicht wir. Das war doch nichts, Sergeant. Vergiss nur nicht, wer euch die Haut... Ah, komm. Wir sind mal bescheiden. Fühlt sich aber nicht so an. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ich bin nur froh, dass wir helfen konnten. Captain, wir sollten Bericht erstatten und der Präsidentin melden, dass die Terrormorphs erledigt sind. Halt die Ohren steif, Sergeant. Okay. Auf zur Präsidentin. Mussten wir jetzt tatsächlich mehrere... Das waren jetzt drei Terrormorphs? Ja, jetzt... Achtung! Der Weltraumhafen wurde gesichert. Es gelten weiterhin Sicherheitsvorkehrungen. Bis zur endgültigen Entwarnung bitte in den Häusern bleiben. Das ist alles. Okay. Aber gut, dass wir Sergeant Yumi nochmal wieder gesehen hatten. Schade, dass er sich jetzt aber nicht an uns erinnert hatte. Naja, aber egal. Wie ist er dann halt so? Und schade, dass wir aus Versehen jemanden getötet hatten. Ich würde das gerne bitte nicht erwähnen. Dass ich jemanden aus Versehen getötet habe. Das war wirklich nur ein Versehen. Ich habe nur aus Versehen nichts die Hand dran gemacht. Zum Kabinett vor. Wo muss ich hin dahin? So. Danke, Gentlemen. Teilt den Truppen mit, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jawohl, Ma'am. So, Admiral Pasquale Logan. Wir haben einiges zu besprechen. Security Chief Jeremiah Sarkin. Die Todesopfer. Die Mastbeamte. Und Chefingenieur Upsana Kulkarni. Und Präsidenten Alexandra Abello. Captain? Hadrian? Wie es scheint, schuldet das Kabinett dir nicht nur Dank für deine Taten heute, sondern auch eine Entschuldigung. Deine Befürchtungen wegen der Terrormorphs waren offenbar mehr als begründet. Danke, Ma'am. Das sehe ich auch so, danke. Lieber später als nie, würde ich sagen. Ich nehme Dankbarkeit in Form von Credits, Immobilien oder Luxusgütern an. Was das angeht, habe ich schon etwas im Sinn. Aber das muss warten. Die heutigen Ereignisse haben dem Kabinett unser weiteres Vorgehen nur verdeutlicht. Ihr habt unsere volle Unterstützung bei eurem Antrag zur Freigabe der Terrormorph-Daten aus dem Archiv sowie bei den Ermittlungen der Umstände hinter diesen Angriffen. Aber um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die richtigen Leute an den richtigen Orten. Okay. Dementsprechend hat das Kabinett mich ermächtigt, dich mit sofortiger Wirkung wieder in den Rang eines Majors einzusetzen, Hadrian. Du solltest mit Hilfe der Daten untersuchen, wie es zu den Angriffen kam und wie wir sie stoppen können. Bist du dazu bereit? Ich... Ja, Ma'am. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Aber wie ihr beide bereits betont habt, werden wir für eine solche Untersuchung erst einmal die volle Unterstützung des Freestar Collective und Haus Varun brauchen.
Oh. Eine Person, die ganz genau weiß, welche Gefahren auf die Colonies und den Rest der Galaxie zukommen. Dem Kabinett schwebt eine bestimmte Person vor. Du, Captain. Wenn das Kabinett das für die beste Entscheidung hält, ich kann die Yaitai Colonies nicht repräsentieren. Ich bin nur ein einfaches Mitglied der Vanguard. Ich denke darüber nach, aber erst will ich wissen, was ich dafür bekomme. Mich? Warum schickt ihr nicht einen Diplomaten, jemanden, der für sowas ausgebildet ist? Das interessiert mich. Das Kabinett will Fortschritte sehen, und zwar schnell. Du bist besser mit der Lage vertraut, als ein Diplomat es jemals sein könnte. Kein Diplomat in der Galaxie könnte von sich behaupten, die Botschaft vor einer Meute Terrormorphs gerettet zu haben. Das Kabinett war sich einig. Aber wie sehr du bist unsere Wahl. Aber wie sehr werden die mir das glauben wollen? Ich kann die United Colonies nicht repräsentieren. Ich bin nur ein einfaches Mitglied der Vanguard. Wir sehen deinen ungewöhnlichen Hintergrund als Stärke, nicht als Hindernis. Die Leute, die du überzeugen musst, sind selbst etwas ungewöhnlich. Im Gegenzug sind wir bereit, nach Erhalt der Daten deine Einbürgerung zu beschleunigen. So kommst du an die Credits und die Immobilien, die du dir wünschst. Also, und die Luxusgüter? Hilfst du uns? Was bringt mir die Einbürgerung in die UC? Das interessiert mich. Nun, Staatsbürger können in der Stadt Immobilien erwerben und erhalten Rabatte auf die meisten Waren und Dienstleistungen innerhalb der UC. Und du erhältst eine kleine Willkommenszulage, damit du Fuß fassen kannst. Aber allem voran gehörst du dann der größten Fraktion der Galaxie an. Wenn du bereit bist, uns zu helfen, steht dir all das offen. Ich werde das Kabinett nicht enttäuschen, Ma'am. Das höre ich gern. Natürlich musst du diese Aufgabe nicht ganz allein bewältigen. Vizeministerin McIntyre vom Amt für interstellare Angelegenheiten wird dir helfen, Zugang zum Archiv zu erhalten. Du solltest sie in ihrem Büro antreffen, direkt gegenüber. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das ist alles. Du hast unsere volle Unterstützung, um weitere Attacken zu verhindern. Level 12! Audi! Wir sollten einen Plan für die Daten. Mission aktualisiert, Mantis. Von unserer Arbeit. Mantis? Wieso hat sich das aktualisiert? Freunde wie diese, sprich mit Vizeministerin McIntyre. Achso, jetzt habe ich was vergessen. So. Können wir hier nochmal was verbessern? Nee, wir haben noch keine 15 Schiffe zerstört. Rang 2 verfügbar. Bei Verwendung von des Boostpacks wird weniger Treibstoff verbraucht. Führt 25 Boostpack-Sprünge im Kampf aus. Nice. Ganze Menschheit. So, ich will zu McIntyre. Aus dem Weg. Gehen wir mal zu ihr. Oder ihm. So. Das. Jawohl, Sir. Ich werde mich um alles kümmern. Guten Tag, die Dame. Dann bist du dieser Vanguard-Captain. Willkommen. Ich bin stellvertretende Chefdiplomatin McIntyre. Chefdiplomat Yassins rechte Hand. Offenbar hast du wesentlich zur Rettung der Stadt beigetragen. Dafür danke ich dir. Wie ich höre, hast du beim Kabinett großen Eindruck hinterlassen. Minister Yassin sagt, dass das Amt für interstellare Angelegenheiten voll hinter dir steht, beim Zugriff auf die Terrormorph-Daten und darüber hinaus. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen. Und das bedeutet, wir müssen dir Zugang zum Archiv verschaffen. Du weißt, was das Archiv ist, richtig? Ich habe schon mal von gehört. Es enthält alle verbotenen Daten aus dem Koloniekrieg. Tun wir so, als ob ich nicht die leiseste Ahnung hätte. Ja, komm, machen wir mal. Nun gut, dann fangen wir ganz am Anfang an. Nach dem Koloniekrieg waren die UC und das Freestar Collective sich einig, dass einige Waffen tabu sein sollten. Max, Xenokriegsführung. Sie sammelten also alle relevanten Forschungsdaten und versiegelten dieses Wissen. Darunter auch die Terrormorph-Daten in dem Archiv hier in der Stadt. Zugang zum Archiv wird nur in äußersten Notfällen gewährt und ist nur mit Hilfe von einmaligen Zugangscodes der drei Sperrvertragsparteien möglich. UC,
Freestar Collective und Haus Varun. Die UC haben bereits zugestimmt. Wir müssen also zwei Personen, die Botschafter des Freestar Collective und Haus Varun, überzeugen, uns ihre Codes auszuhändigen. Wenn du das schaffst, kommst du an deine Daten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das klingt kompliziert, kein Problem. Wir brauchen nur ein paar Elektroden, eine Zahnzange und etwas Thiopental. Was kannst du mir über diese Codes sagen? Könnten wir sie fälschen? Nein. Jeder ist eine Folge mehrerer Millionen Zufallszahlen, die auf Abruf und basierend auf biometrischen Schlüsseln generiert wird, die Botschafter stets bei sich tragen. Ohne diese Schlüssel gibt es keine Codes und ohne Botschafter keine Schlüssel. Wenn wir sie also nicht überzeugen können, bleibt das Archiv verschlossen. Man würde erwarten, dass sie nach dem Angriff auf den Raum haben sofort ihre Hilfe anbieten würden. Na komm, ich gebe das hier mal. Sehr lustig. Aber diese Art Humor hilft uns nicht weiter. Beide haben Gründe, weshalb sie nicht mit uns arbeiten wollen oder können. Ich kann dir ein paar Anhaltspunkte geben, die dir helfen könnten. Aber letztendlich liegt es in deiner Hand, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Willentliche Zusammenarbeit. Drohungen und Gewalt kommen nicht in Frage. Das schließt allerdings etwas Kreativität nicht aus. Okay, also aber das bedeutet, dass du wissen musst, mit wem du es zu tun hast. Mit wem sollen wir anfangen? Botschafterin Radcliffe von Freestar oder Botschafter Belmore von Haus Varun? Ja, fangen wir mal mit Freestar. Ah, Botschafterin Radcliffe. Sie ist Veteranin des Koloniekriegs und sie hat nur ein Ziel, uns das Leben schwer zu machen. Unsere offizielle Linie ist klar. Versuche mit ihr zu verhandeln. Nutze deine militärische Erfahrung und dein Wissen über die aktuelle Bedrohung, um sie zur Kooperation zu bewegen. Und vielleicht funktioniert das ja. Ich lasse mich gern überraschen. Aber ich fürchte, wir werden andere Methoden brauchen, um an ihren Code zu kommen. In Ordnung. Ich erzähle mir von diesen anderen Methoden. Du unterschätzt gewaltig, wie charmant ich sein kann. Ha. Wenn das der Fall ist, lasse ich mich zu gern überraschen. Aber wir haben noch ein anderes Ass im Ärmel. Der UC-Geheimdienst hat ein Abhörgerät in die Quartiere der Botschafterin eingeschleust. Das könntest du zu deinem Vorteil nutzen. Aber wenn du beim Einbruch erwischt wirst, landest du direkt in einer Zelle der Botschaft. Wenn du also an die Aufnahmen des Abhörgeräts kommen willst, musst du einen Weg finden, ungesehen dort hineinzugelangen. Wir haben einige Informationen erhalten, die dir dabei helfen könnten. Außerdem ist einer ihrer Mitarbeiter nicht zufrieden und würde vielleicht Informationen herausrücken oder sogar mit dir zusammenarbeiten. Okay, was kannst du mir über diesen Mitarbeiter erzählen? Sein Name ist Cameron Long. Er ist jünger als Radcliffe und sieht die UC weniger kritisch. Er arbeitet eng mit der Botschafterin zusammen und könnte viel Nützliches über die Vorgänge in der Botschaft wissen. Und wahrscheinlich hasst er die Botschafterin. Gibt es sonst noch etwas, was ich innerhalb der Botschaft nicht tun sollte? Stiehl nichts. Lass dich nirgendwo erwischen, wo du nicht hingehörst. Und komm nicht auf die Idee, jemanden zu verletzen. Sollte etwas schiefgehen, tun wir unser Bestes, die Sache zu klären. Aber ich kann nichts versprechen. Ich habe jetzt genügend Informationen zur Botschafterin Radcliffe. In Ordnung. Hier ist dein diplomatischer Pass. Ich kündige an, dass du unterwegs bist. Sonst lassen sie dich dort gar nicht erst rein. Und nimm die hier. Minister Yassin will, dass du bei diesem Vorhaben mehrere Optionen hast. Okay, nochmal, Botschaft Security hinzugefügt. Okay. Erzähl mir mehr über die Botschaft von Radcliffe. Erzähl mir von Botschafterin Belmore vom Haus Varun. Botschafter Belmore ist kompliziert. Als der gesamte Rest von Haus Varun sich kurz nach der Unterzeichnung des Sperrvertrags zurückzog, blieb Belmore hier. Seitdem hat er diverse Archivanfragen unterstützt. Wir können also darauf hoffen, dass er das erneut tut. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass ich verstehe, was im Kopf eines Mitglieds von Haus Varun vorgeht.
So, das klingt doch ziemlich vielversprechend. Bestimmt lässt er mit sich reden. Die Mitglieder von Haus Varun sind auch nur Menschen. Das kannst du laut sagen. Wenn du mich fragst, ist Varun das reinste Irrenhaus? Warum? Was stimmt denn nicht mit Haus Varun? Das interessiert mich. Heutzutage gilt die Fraktion vor allem als Sicherheitsbedrohung. Die Varun-Fanatiker sind Fundamentalisten. Eine Abspaltung der Mitglieder des Hauses, die sich nicht wie alle anderen zurückgezogen haben. Ihr erklärtes Ziel ist es, alle Ungläubigen zur großen Schlange im Himmel zu befördern. Aber das war nicht immer so. Nach dem Ende des Kreuzzugs der Schlange, vor etwa 70 Jahren, startete Haus Varun einen Versuch, seine Beziehungen zum Rest der Galaxie zu normalisieren. Deshalb gibt es hier überhaupt eine Botschaft. Und deshalb waren sie Teil der Sperrvertragsverhandlungen. Aber dann verschwanden sie ohne jede Warnung. Und ließen unseres Wissens nichts zurück. Außer dem Botschafter und seinen Vertragspflichten. Okay, dann kommt jetzt kommt's. Aus Varun sind die Nachfahren der Dwema. Das wär's jetzt noch. Bestimmt lässt er mit sich reden. Natürlich. Aber das ist nicht alles. Wir sind uns nicht sicher, ob Belmore überhaupt noch lebt. Er war schon immer öffentlichkeitsscheu. Aber es ist inzwischen mehrere Jahre her, seit er zuletzt gesehen wurde. Scans der Anlage zeigen Lebenszeichen. Mhm. Aber nicht die Art, die wir erwartet hätten. Du musst ihn finden und freundlich, aber mit Nachdruck an seine Vertragspflichten erinnern. Hoffentlich finde ich dort mehr als nur eine Leiche. Welche Art von Lebenszeichen wurden in der Botschaft erfasst? Als sie ihre Botschaft einrichteten, brachten die Gesandten von Varun einige Exemplare ihrer heimischen Flora mit. Wie es scheint, sind diese Pflanzen derart gediehen, dass wir nur schwer zwischen Botschafter und Botanik unterscheiden können. Moment, hat denn niemand in der Botschaft nachgesehen? Genau genommen gehört die Botschaft zum Territorium von Haus Varun. Wir dürfen nicht ungebeten hineingehen. Wir konnten den einen oder anderen Spion einschleusen. Aber der Botschafter scheint erstaunlich leichtfüßig für einen Mann seines Alters. Die Stadt hat er aber ganz sicher nicht verlassen. Er wäre aufgefallen. Was mache ich, wenn er tot ist? Dann durchsuchst du die Botschaft nach seinem biometrischen Schlüssel. Besorgst den Code-Teil und wir informieren seine Angehörigen, wenn wir sie aufspüren können. Aber hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Hoffentlich finde ich dort mehr als nur eine Leiche. Das würde die Verhandlungen vereinfachen. Aber natürlich hoffe ich, dass der Botschafter wohl auf ist. Über die Vordertür kommst du nicht rein. Aber laut unseren Spionen gibt es einen Seiteneingang, den du nehmen kannst. Hier, dieses Gerät sollte dich bis ins Innere der Botschaft bringen. Danach bist du bei der Suche nach dem Botschafter aber auf dich allein gestellt. Und ich sollte dich warnen. Durch die Angriffe wurden möglicherweise in der Botschaft Alarmsysteme ausgelöst. Nimm dich vor den Sicherheitssystemen in Acht. Wenn du noch Fragen hast oder eine Vorgehensweise abklären willst, die wir noch nicht besprochen haben, stehe ich dir jederzeit zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, erst mit Botschafterin Radcliffe zu reden. Solange der Angriff ihr und ihrem Personal noch frisch in Erinnerung ist. Wir zählen auf dich, Captain. Okay, also auch dann zuerst zu Radcliffe. Ich wollte eigentlich Varun dann jetzt zuerst machen. Aber okay. Wenn sie sagt, Radcliffe macht mehr Sinn, jetzt zuerst zu machen. Lobby Commander Tualas Büro. Muss ich mit ihm auch noch quatschen? Wahrscheinlich. Oh, und es wird hell. Ne, mit ihm muss ich nicht quatschen. Müssen wir da lang wahrscheinlich. So. Aber ich mag das Auto, was wir hier haben. Ist jetzt aber eine interessante Quest, die wir jetzt verfolgen. Captain, Sergeant Yuri hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Oh. Sergeant Yuri will wieder was? Okay. Was? Sorry. Nur, was ist das denn? Sprich mit Sergeant Yuri. Ich hatte einfach Glück.
Hä? Habe ich jetzt zwei Quests aktiv oder wie? Man kann hier doch mehrere gleichzeitig aktiv haben? Okay. Aber machen wir dann das da zuerst? Okay, anscheinend kann ich hier einfach so reinspazieren. Ah, du wirst schon erwartet. Die Botschafterin ist in ihrem Büro. Geh rein. Ach so, das ist die... Genau, Freestar-Botschaft. Okay. Ah, ich muss jetzt nicht... Okay, ich dachte, ich muss jetzt irgendwo hinwegreisen. Okay. Gäste haben nur zur Lobby, den Büros und dem Konferenzsaal Zutritt. Damit meine ich dich. Ja, okay, alles gut. Und dass die da einfach einen Adler genommen haben, finde ich auch cool. Ich glaube, ich muss da lang. Trotzdem wird der Raumhafen angegriffen. Das ist ja wieder typisch, you see. Nur bedauerlich, dass ich das durch eine SNN-Meldung erfahren habe. Wir haben einen strategischen Vorteil zu wahren, Mr. Long. Natürlich, Ma'am. Das wird nicht wieder vorkommen. Entschuldige, aber was hast du hier zu suchen? Gestern tut mir leid. Hast du einen Termin? Ich bin im Auftrag der United Colonies hier. Wir brauchen die Hilfe des Freestar Collector. Captain Max Dios, UC Vanguard, wir müssen reden, Botschafterin. Du willst sicher weitere Terrormorph-Angriffe verhindern und ich habe das perfekte Angebot. Ah, McIntyre hat dich angekündigt. Sie sagte, du hast am Raumhafen alles hautnah miterlebt. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Du hast viele Leben gerettet. Sie und einen aus Versehen genommen. Und vielleicht habe ich mich da einfach verhört, dass die UC die Terrormorph-Daten aus dem Sperrvertrag-Archiv freigeben wollen. Das sind einige der bestgehüteten Daten in der Galaxie, um uns alle zu beschützen. Ich nehme also an, dass du hier bist, um dieses Missverständnis aufzuklären und dass du nach deinen Heldentaten nicht mit dieser vergeblichen Bitte hergeschickt wurdest. Nein, du hast richtig gehört. Wir brauchen Zugriff auf das Archiv. Wenn du uns nicht hilfst, bist du dafür verantwortlich, wenn es noch mehr Tote gibt. Nein, ich bin hier, um zu betteln. Bitte, bitte, bitte dürfen wir ins Archiv. Okay, das ist noch... So, so, wir brauchen Zugriff zum Archiv. Das hatte ich befürchtet. Ich sage es ganz offen. Meine Antwort ist nein. Diese Warum? Daten sind versiegelt, weil sie gefährlich sind. Ich werde mich hüten, die Galaxie diesem Risiko auszusetzen. Und jetzt, verschwende nicht länger unsere Zeit. Überzeugend, bitte, Botschafterin, höre dir einfach an, was ich zu sagen. Na gut, dann finde ich einen anderen Weg. Ist das dein Ernst? Die Stadt wurde angegriffen? Wirst du uns wirklich nicht helfen? Nein, Captain, das werde ich nicht, aus gutem Grund. Was du am Raumhafen erlebt hast, habe ich selbst schon einmal durchgemacht. Der verzweifelte Kampf gegen Aliens, die in meiner Heimat und anderen Städten im ganzen Collective gewütet haben. Aliens, die von den UC geschickt worden waren. Ich habe nicht vor, je wieder jemandem diese Macht zu geben. Schon gar nicht den UC. Ändert es etwas, wenn ich dir sage, dass Terramorphs nicht als Waffen eingesetzt werden können? Du hast meine Antwort. Lass die Sache ruhen. Nö, ganz sicher nicht. Du bist echt beharrlich. Ja. Meinetwegen, du hast eine Chance, eine einzige, mich zu überzeugen. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Verstanden? Überzeugen, danke, Botschafter. Lass mich erklären. Ich höre. Das Terrormorph- und Xenowaffenprojekt war ein Fehlschlag. Dieses Wissen stellt keine Gefahr dar. Und das weißt du mit Sicherheit? Ja. Sehr interessant. Du warst Soldat, deine Aufgabe war es zu schützen. Und das werden wir mit diesen Daten tun. Willst du noch mehr Tote riskieren? Denn genau das tust du, wenn du uns nicht hilfst. Die UC mögen Fehler gemacht haben, aber der Koloniekrieg ist fast 20 Jahre her. Das ist
rot. Komm, ich mach das hier. Du hast wohl recht. Unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. So. Wie viel Leben willst du riskieren, weil du einen Groll gegen die UC hegst? Hier geht es um Menschenleben. Sei die Person, die Galaxie braucht, Botschafterin. Ich versuche das hier mal. Es ist möglich, dass meine Erfahrungen mein Urteil trüben. Vielleicht. An deiner Entscheidung, hier könnten unzählige Menschenleben hängen. Wir bitten nur um die Terramorph-Daten, außerdem habe ich mehr nicht. Ich mach das hier. Und diese Leben sind in meiner Hand. Nun, Captain, das ist durchaus einleuchtend. Aber ich gewähre euch den Zugang zum Archiv nur unter den folgenden Bedingungen. Okay. Der Zugang ist beschränkt. Ihr erhaltet nur die Daten, die zum Stoppen der Terramorph-Angriffe nötig sind. Das werden die Beobachter sicherstellen. Ihr bekommt nur einmalig Zugang. Eine Chance, alle nötigen Daten zu entnehmen. Und die weitere Verwendung der Daten wird überwacht. Wenn mit Hilfe der Daten die Galaxie gerettet werden soll, muss die Galaxie ein Auge darauf haben. Freestar-Wissenschaftler werden alles genau beobachten. Haben wir eine Abmachung? Jo, alles klar. Haben wir. Haben wir. Ausgezeichnet. Folge mir. Okay, wohin? Folge Radcliffe. Okay, nach unten. So. Soweit ich weiß, ist das schnell erledigt. Da haben wir es. Hier. Ich werde die Vizeministerin McIntyre kontaktieren, um die Überwachung zu organisieren. Auf unerwartete Verbündete. Okay. Archivcode haben wir von Hause, also vom Priester Collective jetzt auch noch bekommen. Jetzt nur noch von Hause Varun. Okay, mal gucken. Wo geht's denn hier eigentlich raus? Da. Jetzt bin ich gespannt. So, auf zur Lobby. So. Ah, hier können wir einfach so raus. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es denn bevor ich da hineingehen darf. Ernsthaft? Es geht um Rohre, nicht um einen Friedensvertrag. Es könnte Probleme geben und mich den Job kosten. Schön, ich beantrage es. Der bürokratische Apparat der großartigen UC muss ja gefüttert werden. Hm. Okay, gehen wir mal weiter. So, wo ist denn das Diplomatenhaus von Haus Varun? Ist das hier vor? Ist das da? Ist das hier das? Anscheinend. Tür? Ist das das wirklich? Varun Botschaft Foyer verriegelt. Entsperren Eingangsbrücken der Botschaft von Haus Varun. Ich will mir das mal ansehen. Das Tier habe ich noch nie gesehen. Führt denn das hier hin? Nach oben? Okay, wo sind wir hier jetzt? Auf irgendeinem Dach. Hier geht es auch nochmal nach oben. Alter, was? Es geht.
Okay, da können wir auch noch mal raus. Da haben wir Riesensee. Okay, gehen wir mal wieder runter. So, und da. Ja, beeilen wir uns mal ein bisschen mehr. Aber hier in Haus Varun würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.